Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind in der statischen Investitionsrechnung und das Thema lautet Ermächtigungsinstrumente. Was sind Ermächtigungsinstrumente? Das sind die Werkzeuge, auf die man zugreifen sollte bzw. muss, um die entsprechende Prüfungsaufgabe lösen zu können. Fassen wir kurz zusammen, weil das Ermächtigungsinstrument hier sehr schnell erklärt ist. Fassen wir kurz zusammen. Wir sind in der statischen Investitionsrechnung. In der statischen Investitionsrechnung haben wir die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Rentabilitätsrechnung, das werden wir hier behandeln, und die Amortisationsrechnung. Das Ermächtigungsinstrument bei der Kostenvergleichsrechnung ist eine Tabelle. Eine Tabelle, die spaltenweise die Alternativen auflistet und zeilenweise die Kostenarten, und zwar nach der Struktur fix und variabel. Das Ermächtigungsinstrument bei der Gewinnvergleichsrechnung ist im Prinzip das gleiche, außer dass man hier eine zusätzliche Zeile einzieht, die da lautet Umsatz, und der Rechenalgorithmus umschwenkt von Plus auf Minus. Hier werden ja die Kostenarten alle addiert. Und dann unten haben wir die Kosten von Alternative 1 und die Kosten von Alternative 2 und die Kosten von Alternative 1 sind niedriger. Hier setzen wir die Umsatzgröße ein, haben dann minus, minus, minus die ganzen Kostenarten und haben den Gewinn von Alternative 1 und den Gewinn von Alternative 2 und der Gewinn von Alternative 1 ist größer. Also bei der Kostenvergleichsrechnung wählt man den kleineren Wert, bei der Gewinnvergleichsrechnung logischerweise den größeren Wert. So, das ist im Prinzip alles bis auf eine Ergänzung, nämlich plus Nebenrechnung, die man hier auch braucht, plus Nebenrechnung, wenn nämlich hier bei den fixen Kosten die kalkulatorischen Abschreibungen, die kalkulatorischen Zinsen auftauchen, was sie nahezu ausnahmslos tun. So, hätten wir das an dieser Stelle kurz wiederholt, kommen wir jetzt zum Thema dieses Videos. Das dritte Instrument im Rahmen der statischen Investitionsrechnung ist die Rentabilitätsrechnung und das Ermächtigungsinstrument ist hier eine Formel. Auch hier ist die Formel sehr einfach, genau wie die Instrumente bei Kostenvergleichsrechnung und Gewinnvergleichsrechnung sehr einfach sind, denn die statischen Verfahren sind Praktikerverfahren, die wollen einfach sein. Wie lautet die Formel? Die Formel für die Rentabilität lautet Gewinn durch durchschnittlich gebundenes Kapital. Wo kriege ich die Größen her? Sie sehen, dass man hier die Aufgaben aufeinander aufbauen und gestalten kann. Man kann zum Beispiel in Aufgabenteil A Gewinnvergleichsrechnung machen oder in Aufgabenteil A Kostenvergleichsrechnung, Aufgabenteil B Gewinnvergleichsrechnung, Aufgabenteil C Rentabilitätsrechnung. Da nimmt man nämlich einfach nur den Gewinn aus der Gewinnvergleichsrechnung, setzt den hier oben in die Formel ein. Die Formel ist der Bruchstrich. Also mit anderen Worten in den Zähler des Bruchs. Und wo kommt das durchschnittliche gebundene Kapital her? Das kommt aus der Nebenrechnung für die kalkulatorischen Zinsen. Denn die kalkulatorischen Zinsen berechnen wir auf das durchschnittlich gebundene Kapital, wie ich schon in anderen Videos erklärt habe. Das heißt, wenn ich die kalkulatorischen Zinsen berechne, brauche ich das durchschnittlich gebundene Kapital und den Zinssatz. Das heißt, ich kann also aus dieser Nebenrechnung das durchschnittlich gebundene Kapital übernehmen, wenn die Aufgaben aufeinander aufbauend gestaltet sind, was sie oft sind. Sie wissen auch, wenn Sie in Aufgabenteil A nicht klarkommen, dann können Sie für Aufgabenteil B Zahlen annehmen und weiterrechnen. Ja, dann kriegen Sie die Punkte für Aufgabenteil B, wenn Sie dort keine weiteren Fehler mehr machen. Und der eine Fehler ist dann ein sogenannter Folgefehler. Ja. Gut, das ist im Prinzip schon alles, was man zum Ermächtigungsinstrument bei der Rentabilitätsrechnung zu sagen ist oder sagen kann, außer vielleicht noch, dass hier ein Wechsel der Dimension stattfindet. Denn das Ergebnis von der Kostenvergleichsrechnung ist ein Euro oder D-Mark oder Dollar wert, was immer. Bei der Gewinnvergleichsrechnung ist es ein Euro wert. Und bei der Rentabilitätsrechnung ist es ein Prozentwert. Ja, hier folgt also ein Dimensionswechsel. Man setzt hier etwas zueinander in Bezug. Deswegen
schreibt man immer dieses mal 100 dahinter, was mathematisch nicht so ganz sauber ist, aber sagen will, dass man hier als Ergebnis einen Prozentwert bekommt. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.